Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von War Thunder auf meiner Road to China. Ihr seht, wir sind heute mit anderen Fahrzeugen unterwegs. Ich habe ein bisschen weitergespielt mit den Kollegen. Heute bin ich aber allein. Ich habe ehrlich gesagt vergessen, die Woche aufzunehmen. Und es ist heute noch ziemlich früh. Naja. Nächstes Mal dann wieder mit Kollegen im Anhang. Und ja, ich habe das LVT mittlerweile freigeschaltet. Ist eigentlich ganz witzig. Ist eine CIS-Kanone obendrauf. Muss ich mal gucken, was hatten die für einen. Genau, 57 mm. Und kann schwimmen. Allerdings sehr langsam. Das Fahrzeug ist insgesamt ein bisschen komisch. Es gibt ja das amerikanische. Das ist aber meiner Meinung nach ein bisschen besser ausgestattet. Hat auch noch ordentlich MGs drauf. Das hier ist so, ich finde, es sieht witzig aus, deswegen habe ich es heute mal mitgenommen. Aber, ja, die Kanone taugt schon ein bisschen was. Wir hatten da jetzt geschossen, da drüben. Wer ist da so schnell rübergekommen? Und von wo? Die 7, ja, kacke. Jetzt Gegner sehen würde, wäre das nett. Ah, da. Also wie gesagt, die Kanone ist ziemlich gut. Man muss eigentlich nicht viel hochhalten. Das Zeug fliegt alles ziemlich gerade. Ja, ich treffe jetzt gerade leider nicht, aber das ist okay. Ist halt eine CIS-Kanone, ne? Also, die ist genau für solche... Solche Strecken eigentlich auch geeignet. So, ein bisschen bessere Position. Ah, das war sogar zu hoch. Gut, dass ich da weggefahren bin. Ja, guck mal, der fängt mich jetzt schon an, auf mich zu schießen, der Säckel. Wenn der mich trifft, ist Feierabend. Das LVT ist halt wirklich überhaupt nicht gepanzert, also wirklich gar nicht. Das Ding ist aus Pappe. Komm schon. Das gibt's doch gar nicht, ey. Mach ich hier ein Sniper-Duell mit so einem und treffe ihn einfach nicht. Ich werde jetzt leider ausbauen, weil ich noch keinen Feuerlöscher besitze. Ja. Ich muss gestehen, ich habe die Kanone nicht mehr so ganz drin. Naja, gut. Dann gehen wir halt wieder beim Steward rein. Mal gucken, wie es heute läuft. Irgendwie... Ich habe gerade ein schlechtes Gefühl. Oh, der ist noch gar nicht bepusht. Vielleicht liegt es daran. Habe ich aber nicht... Gut, dann fahren wir mal außen rum und versuchen uns dem irgendwie mal von der Seite zu nähern. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht drauf geachtet am Anfang, auf was für ein Battle Rating wir gelandet sind. Also mindestens 2,7. Oder? Der Puma hier, der ist doch 2,7. Ja, gerade nicht sicher. Jetzt von hinten. So, jetzt müssen wir hier vorsichtig sein. Also die können ja generell da oben stehen. Sehe ich jetzt aber gerade noch keinen. Und dann halt die Verlängerung durch. Na gut, da kann aber eigentlich keiner stehen. Da oben steht ja einer von uns, wenn man auf die Karte guckt. Das passt also. Aber hier geht es jetzt gleich rund. Steward hält ein bisschen was aus, aber ist halt auch kein Heavy hier. Scheiße. Ist das ein KV-1? Ja. Das wird ein Problem. Gegen den habe ich keine Schnitte. Ich kann höchstens versuchen, ihm die Kanone irgendwie zu zerstören. Oh Mann, und ich habe in letzter Zeit leider häufig das Problem, dass Gegner nicht mehr gerendert werden oder später gerendert werden. Oh, cool.
Da bin ich sogar ein bisschen durchgekommen und er ist drauf gegangen. Aber nicht durch mich, aber durch den Kollegen. Und ich habe einen Abschusshilfe bekommen. Wir halt mal vorsichtig sein. Da wird ja noch mehr irgendwo außen stehen. Hier ein paar Treffer, da ein paar Treffer an den Flugzeugen. Autschi! Shit, da oben. Das ist 12. Ah, ärgerlich. Das ist halt fies, ne. Das ist gegen solche Panzerchen, wie ich es bin, halt echt gut. So. Der hier ist auch neu. Ich weiß nicht, habe ich den schon gezeigt? Habt ihr den schon gesehen? Ist quasi ein M16. Grünes Teil. Aber... Panzer eher so mittel. Er sieht einfach schick aus, wie ich finde. Oder? Sieht doch einfach schick aus. So. Hab ich einfach mal ein bisschen in die Luft geballert, weil es einfach so. Ich mag diese Laserstrahlen. Problem ist nur ein bisschen an dem, genau wie beim M16, kannst du nicht über das Feuerhaus schießen. Und das macht es mit der Positionierung manchmal ein bisschen schwierig. Am besten drehst du dich mit dem Ding einfach nach hinten und fährst rückwärts. Das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Ist aber halt auch nicht immer praktikabel. Ich höre noch ein Flugzeug. Der ist immer noch. Ja, da ist es. Hab's nicht gesehen. So, erster Welt ist leer. Der wird jetzt unsere 110 anfliegen wollen. Ich kann leider nicht drauf fliegen. Leider nicht drauf schießen, liebe 110. Du musst jetzt dein Leben fliegen. So. Das war ein guter Treffer. Reinhardt geschossen. Und meiner. Ich bin zufrieden. Es ist halt eine potente Flak wie die M16. Also, läuft erstaunlich gut für unsere Truppe hier. Am Anfang habe ich gedacht, wir kriegen ganz schön auf die Nüsschen. Scheiße. Das ist ein Problem. Oder alle Ufrohr, ne? So. Ich will ja bei den Panzern weiterkommen. Deswegen fahre ich jetzt nochmal ein bisschen weiter Panzer. Aber ich hoffe, dass ich danach noch genug Punkte fürs Flugzeug habe. Ufrohr müsste, glaube ich, hier stehen. Wer mich sieht, bin ich im Sack. Ab und zu mal mit dem MG abtasten ist schon okay. Man muss halt wirklich vorsichtig sein. Oh, scheiße. Die habe ich nicht gesehen, die Bombe. Ich habe gesehen, dass er was geworfen hat, aber ich habe gedacht, das wäre noch weiter weg. Naja, wurscht. Dann kann ich jetzt wenigstens mit dem Teil noch ein bisschen für die Flugzeuge arbeiten. Da komme ich irgendwie nicht so ganz gut voran, muss ich sagen. Da müsste ich vielleicht mal einfach nur Flugzeuge fliegen. Beim Panzern geht es relativ gut. Aktuell. Heute Mittag, by the way, 15 Uhr bei Seras auf dem YouTube-Kanal wieder Stream. Ich werde allerdings wahrscheinlich nicht dabei sein. Bin auf Geburtstag eingeladen.
Und wenn ihr irgendwie Wünsche habt oder so, was in den nächsten Folgen, in den normalen Folgen mal kommen soll, die kommen ja immer mittwochs 15 Uhr, dann könnt ihr ja auch mal in die Kommentare schreiben. Also was habt ihr für Wünsche, was wollt ihr mal sehen? Ich zeige jetzt momentan eigentlich das ganze Zeug, wo ich wirklich Bock drauf habe. Irgendwie jetzt mal 7-3 bei den Deutschen oder vorher, was habe ich vorher, die Panzer bei den Amis und so. Die 10-0er habe ich ein paar Mal gezeigt. Okay, das war richtig schlecht geschossen. Ja, also wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, lasst sie einfach in den Kommentaren. Ich versuche sie gerne zu erfüllen. Uiuiui. Das hat mir getan. Und dann gucken wir mal, was kommt. Ich bin gespannt. Könnt ihr auch gerne auf dem Discord hinterlassen, falls ihr da noch nicht seid. Link ist in der Videobeschreibung. Da haben wir quasi... In jedem Bereich haben wir immer Wünsche quasi, in jedem Kanalbereich. Und können einfach hinterlassen. So, wie sieht es gerade bei den Flugzeugen aus? Also gut, die Chihakai ist bald fertig, genau, CW21, die ist auch bald fertig. Also so schlecht sieht es gar nicht aus. Also wenn die Runde durch ist, wird wahrscheinlich 3 Runden machen, mal gucken. Dann sollten wir eventuell schon noch ein paar neue Fahrzeuge drin haben. Aralsee, ist nicht so meine Hauptlieblingsmap. Aber die kann man gut zum Snipen fahren. Das werde ich auch tun. Ich werde tatsächlich auf der linken Seite reingehen. Mache ich eigentlich hier selten mittlerweile. Aber man kann sich hier schöne Sniping-Battles liefern. Mit den Kollegen hier hinten. Hier ist auch relativ wenig dazwischen. Also jedes bisschen Gekröse um A drumherum, da ist ja sehr viel also Buschzeug. Aber hier hinten geht eigentlich meistens die Party ab. Krass, wie winzig der Steward im Vergleich zum... Das habe ich nicht erwartet. Und krass, wie hoch der auch ist, dass ich hier über dieses blöde Ding drüber gucken kann. Über dieses Schiffswrack. Vielleicht kann ich sogar über eins von denen darüber gucken. Das wäre nicht so schlecht. Aber die sehen etwas höher aus. Könnte aber hier durchschießen. Ah, nee, kann ich nicht. Google. Wenn sich der Turm halt einen Tacken schneller drehen wird, damit, dann könntest du halt auch mal was machen, aber... Das ist wohl ein handgekurbelter. Und ich habe auch sogar... Oh, nee, wusste ich gar nicht. Ich habe einen eingeschränkten Richtbereich. Das war mir gar nicht bewusst. Gut zu wissen. Ob ich jetzt gerade geschossen habe, weiß ich nicht. Dürfte mich nicht fragen. Ich habe einfach auf die Maus gedrückt. Verdammt, vorbei. Markieren war jetzt eher nur für mich. Ich habe ja gerade quasi keinen Squad-Kollegen. So. Guck mal, hier kann man doch auch arbeiten. Ey, dass ich den Turm nicht komplett drehen kann, ist ja echt nervig. Feindliche Truppen haben ein Gebiet eingenommen. Uiuiui. Aber ich habe momentan so ein bisschen ein Allergieproblem, wenn ich am Zimmer irgendwie das Mikrofon ausmachen muss, weil ich niesen muss. Geht's mir nach. Was denn jetzt? Hä? LOL. Den habe ich nicht gesehen. Wo steht denn der? Krass. Ne, der steht mitten da. Ich habe den nicht gesehen. Ich vermute allerdings ehrlich gesagt auch, dass ich da nicht durchgekommen wäre, vermutlich. Da wäre ich abgeprallt. Oh, heute, wie gesagt, also ich hatte, als ich heute angefangen habe aufzunehmen, hatte ich schon so ein komisches Gefühl, dass es nicht laufen könnte. Bisher bin ich noch verhalten. Die Flakrunde war eben gut, aber mit den normalen Panzern, schwierig. Augen auf den ausgewiesenen
Gucken wir mal, was wir mit dem Steward so reißen können. Okay, warum guckt er in diese Richtung? Was ist da? Markier's halt. Okay, das waren dann nur die. Alles gut. Ich möchte hier nicht einfach in den Gegner reinfahren. Von dem der Kollege weiß und es mir einfach nicht sagt. Ach scheiße, hier kann ich nicht runterjumpen. Sein, dass es jetzt schief geht. Aber geht. Gut, dann gehe ich zumindest mal. Gehe ich mal cappen. Ja, nice. Da steht ein Cromwell. Also, wir sind mindestens auf 3-3. Das ist tatsächlich ein bisschen problematisch für meine Panzer. Den einen oder anderen zumindest. Boah, das Ding dreht sich so langsam. Geht doch. Der mit den Kanonen, ich hatte schon ein bisschen Schiss, dass er irgendwie noch pumpen lassen kann. Also das funktioniert erstaunlich gut, dieses Stückchen hier. Mag ich. Kann man mitarbeiten. Gut, aber ich werde jetzt trotzdem versuchen, da irgendwie noch bei C ein bisschen zu intervenieren, denn Cromwell hat es zerlegt, sehr gut, aber mal war das der 3-5er, ist das der 3 auf 3-7, der 5er, ist das der auf 3-7 oder 3-3, ich bin gerade ein bisschen, bin mir nicht sicher, 100%ig, ehrlich gesagt. Ein Flugzeug war hier doch noch unterwegs irgendwo. Wo ist der hin? Leicht verwirrt. Ich habe das nicht gesehen, dass er abgestürzt ist im Killfeed. Der Feind siegt! Gib mir Deckung! Mir Deckung, ja. Wenn du uns ansagst, wo die Gegner sind, dann kann ich dir Deckung geben, Kollege. Er ist definitiv nicht mehr da. Nein, und jetzt habe ich keine Muni mehr. Ich krieg die Krise. Ah, ich habe nicht drauf geachtet, wie voll der Belt noch ist. Ja gut, den wird es jetzt zerreißen gleich. Shit, das wäre meine Möglichkeit gewesen. Ah. Naja, macht nichts. Werden weitere Möglichkeiten kommen. Mit dem Ding halt wirklich Sand fahren macht nicht so viel Spaß. Im Cap werde ich vermutlich nichts mehr abbekommen. Ja, also das ist so langsam, das Teil. Gut. Also die ist echt ein Biest auf dem Battle Rating, ey. So, 251 Schuss habe ich noch. Also wenn jetzt noch ein Flugzeug kommt, habe ich noch genug Reserve.
Guck mal, da ist er ja schon. Der nächste. Nee, kein einziger Treffer. Und es ist leer schon wieder. Verbündete Truppen haben mein Gebiet eingenommen. Krass. Na gut. Der wird wieder kommen. Fragezeichen. Nein, J11 war das der? Ich glaube, es war der. Ja, nee, dann kommt er nicht wieder. Gut, wir haben alle drei Punkte. Richtig hart ist der Ticket Bleed aber noch nicht. Deswegen, ich werde mich jetzt vielleicht hier irgendwie so ein bisschen zwischen die Steine stellen. Mit dem Rücken nach dort, falls der Panzer kommen sollte. Aber das gegnerische Team ist eigentlich durch. Also die haben nur noch 1, 2, 3 Fahrzeuge. Weil ich höre, von da hinten wird geschossen. Also ich vermute, der Kollege schießt da gerade in den gegnerischen Spawn rein. Ja, drüben auch. Wie man auf der Karte sieht. Leute, wir sind dem Feind voraus. Ja. Dann ist die Nummer hier gleich durch. Ich glaube, ich kann auch vorwärts fahren. Ich glaube, spontan wird er jetzt nichts über den Hügel drüber fahren. Na, guck mal, jetzt legen sie aber los. Also, die Gegner killen schon noch. Ich werde, ich komme hier nicht hoch, oder? Na, doch, geht. Gerade so. Aber oh. Jungs, steigt mal aus und schiebt mal einen Wunder. Das ist schlimm. Da. Aber ich wette, es kommt jetzt einfach keiner mehr. Würde mich zumindest wundern. Wenn sie clever sind, gehen sie jetzt alle auf der anderen Seite rein. Ja, der Kollege wechselt auch schon die Position. Flugzeug höre ich auch nichts. Ne, die Runde ist durch. Also das, unser Flugzeug, das habe ich auf der Karte gesehen, den Marker. Ja. Also noch, sogar noch vier drin. Aber ich glaube nicht, dass sie noch einsteigen. Das sind Reparaturkosten sparen. Da kommt keiner mehr rein. Ja, ich habe zwei Flugzeuge abgeschossen. Also irgendwie Flugzeuge kriege ich heute hin, den Rest nicht. Eine werde ich aber, glaube ich, noch machen. Weil ich misse jetzt Flugzeug und den nächsten Panzer freigeschaltet haben, wenn ich mich nicht täusche. Na, Panzer. Ja, keine Ahnung. Chihakai. Ob ich den wirklich benutzen werde? Eigentlich glaube nicht. Ich glaube, den werde ich nur mal überspringen. Und wir fangen dann quasi direkt an, ein ordentliches 3-7er Deck zusammen zu basteln. Sollte ja relativ zügig dann auch gehen. Ja, das hat sich für das Ding rentiert, ey. Hier einschießen. Den Drehgarn, sehr gut, Richtantrieb. War jetzt nicht die richtige Reihenfolge in Anführungszeichen, aber es ist wurscht. Sehr gut. Dann noch die richtige Munition. Also den bauen wir heute mal ordentlich aus, ey.
Den bauen wir heute ordentlich aus. Hier brauchen wir eigentlich noch die Munition. Aber wie weit bin ich noch vom Flugzeug weg? 135, bitter. Ja gut, die letzte Runde war aber auch so medium gut, ne? Und da haue ich jetzt noch einen Booster drauf, 150%, ist jetzt nicht viel. Bedeutet aber auch, dass ich vielleicht nicht komplett abgetiert werde und auf den Sack kriege. Gucken wir mal. Die Map ist auf jeden Fall schon mal besser. Da gehe ich mit dem Steward rein. Zu C und dann gleich hoch. Standardvorgehen quasi. Komm, Steward, gib Kelle. Longgun habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt. Und ich wette, der M22 wird nicht wagen. Aber nein, er fährt ab. Allerdings, die sind zu weit weg, wenn wir jetzt warten, wenn wir sterben. So. Mach mich denn jetzt hier direkt vom Acker und fahr da hoch. Steward, darf ich da nicht stehen bleiben. Das wäre nicht so gut. Muss mal gucken, wie ich reinfahre. Ich glaube, ich fahre tatsächlich hier hoch und guck runter nach links. Das ist oben schon einer von uns. Vielleicht kann ich den ein bisschen unterstützen, wenn ich ihm quasi den Rücken frei halte. Da geht's schon rund. Da werde ich zu spät kommen. Oh, Kollege, ich würde dir gerne helfen. Weil hier ist ja einer der Hauptauffahrtswege von den gegnerischen Team. Verbündete Truppen haben mein Gebiet eingenommen. Es kann sein, dass das jetzt mein Tod ist. Direkt vor mir ist ein Gegner. Ich wollte gerade abdrücken, wollte nochmal anvisieren. Und dann kam doch noch einer von unten. Na gut, passiert. So, aber wenn wir jetzt hier schon auf größere Entfernung ballern, kann ich auch mit dem Ding reingehen. Dafür ist es gedacht. Die Kanone. Augen auf die Karte. Die Wanne nicht, aber die Kanone. Ist halt echt so eine Glaskanone, das Teil. Hält nichts aus. So, von wo werden die denn jetzt alle beschossen? Ich muss mir jetzt erstmal einen Überblick verschaffen. Ach komm. Stehen da immer noch. Ah nein, jetzt fährt er noch da weg. Ich krieg die Krise. Augen auf die ausgewiesenen Koordinaten. So.
Wenn ich Glück habe, ist er nicht viel weiter gekommen. Er steht da auf jeden Fall noch. Sehr gut. Crew leer geräumt. Zu tief. Ah, links kommt noch ein neuer. Scheiße, warum treffe ich den denn nicht? So. Habe ich den? Oh, Kacke. Der hat den repariert und ist weg. Das Ding braucht schnellstens den Feuerlöscher. Ja, die sind weitergefahren. Schade, ey. Runde fängt eigentlich ganz okayisch an. Nicht gut, aber okayisch. Und jetzt muss die Möhre ran. Hat leider nicht gesehen, wo die hingefahren sind, die beiden. Das könnte auf längere Sicht Probleme. Okay. Die sind beide gerade drauf gegangen. Hat sich erledigt. So, aber wo ist denn der Kollege, der mich gerade erschossen hat? Das habe ich jetzt nicht bekommen, wo der genau stand. Irgendwo. Gut. Versuche jetzt nochmal sofort zu rücken. Vielleicht komme ich ja sogar Richtung A. Wen schießt der da? Boah, habe ich doch gerade auch was schießen sehen. Boom! Das war ein schöner Schuss. Muss ich mir fast ein bisschen selber auf die Schulter klopfen. Von wem wurde der jetzt gerade gehimmelt? Ah, Mann. Boah, Kacke, ich hab gedacht, ich will die Kanone kriegen. Aber no, habe ich nicht. Ja. Jetzt wird's schwierig, ne? Ohne Schützen, ohne Ladeschützen. Und man, Valentine ist halt auch fies. Auf was für ein Battle Rating sind wir wieder gelandet? Gut, Flugzeug. Tatsächlich nehme ich jetzt die Hawk. Die hat einfach mehr Bombenlast. Gegen andere Flugzeuge ist die nutzlos. Würde ich es jetzt mal vorsichtshalber oder vorsichtig nennen. Aber die Bombenzuladung ist halt für das Ding brutal. Was hat die? 400er und eine 500er? Ja, genau. Also Pfund, nicht Kilo. Das war kein guter Anflug, da hätte ich gerade Bomben verschwendet, deswegen nochmal. Oh lol, unter mir. Wenn wir nicht etwas unternehmen, hat der Feind gesiegt. Die waren leider alle nicht gut geworfen, aber mir geht's halt gerade flugzeugtechnisch auch nicht so gut. Lol. Nee, das war schwierig, ne? Und jetzt muss ich tatsächlich doch nochmal mein Panzerchen rein.
Ich gehe hier drüben rein. Hier sind ein paar Gegner, die beschäftigt werden wollen. Vielleicht kann ich da was machen. Und ich hoffe, ich werde nicht sofort erschossen. Ob ich die irgendwie umfahren kann vielleicht. Oder ob sie mich gleich umfahren. Ich glaube, die wollen... Ja, die sind da oben. Scheiße, ich habe den nicht gesehen. Ich habe einen Stein gehalten. Oh, bitte. Ja, heute bezahle ich Lehrgeld, ey. Heute bezahle ich Lehrgeld und mein Gefühl, heute wird's komisch, hat sich leider bestätigt ein bisschen. Aber vielleicht kriege ich ja noch einen Gegner. Flugzeug wäre nett. Ins Ziel trainieren. Vielleicht kriege ich auch da hinten die Flick. Valentine werde ich damit nicht schrecken können. Oh scheiße, das ist Sherman. Den werde ich damit auch wenig beeindrucken können. Oder sehr wenig. Na. Wäre schön gewesen, wenn der Kollege... Ich wette, der Kollege weiß, dass da oben einer steht. Wäre schön gewesen, wenn er ihn einfach vorher schon mal markiert hätte. Wo ist das Flugzeug hin? Ich hab's noch gehört. Na. Halt nicht. Also, die Runde, die hätte ich mir lieber gespart. Wenn wir mal ehrlich sind. Komme ich halt auch auf keinen Fall durch, glaube ich. Und Niederlage. Naja, gut. Aber dann soll es das für heute gewesen sein. Wir haben immerhin neue Fahrzeuge freigeschaltet. Das war das Ziel für heute und nichts anderes. Und wie gesagt, wenn ihr Wünsche habt, was ich mal in Folgen behandeln soll, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ich es erfüllen kann, werde ich es euch auch gerne erfüllen. Und wir sehen uns. Ach, guck mal. Jetzt fertig die Nummer. Lichtantrieb. Naja, komplett fertig habe ich die noch nicht. Aber ich würde sagen, das war's dann für heute. Und warum ist das hier alles noch nicht gekauft? Hatte ich vorhin aus Versehen Nein geklickt? Kann das sein? Wäre dann nicht so gut gewesen. Dann hätte ich mich nämlich gerade quasi freiwillig schwach gemacht in der Runde. Aber ich will doch gerade schon abmoderieren. Naja. Das hätte ich lieber erst nehmen sollen. Aber wurscht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.